Das wird ein schwieriges Verhandeln, bin ich fest überzeugt, weil die Erwartungshorizonte weit auseinandergehen. Humanitärer Flüchtlingsschutz ja, ein Bleiberecht für alle nein. Auf diese Position hätten sich die Unionspolitiker in Magdeburg geeinigt, sagt der CDU-Fraktionschef von Sachsen-Anhalt, André Schröder. Die CDU-Fraktionschefs werben dafür, dass wir im Bereich der Flüchtlingspolitik eine europäische Abstimmung hinbekommen. Wir werben dafür, die Reihe der sicheren Herkunftsländer zu erweitern, insbesondere in den Balkanbereich, also Albanien, Kosovo, Montenegro. Wir werben auch dafür, die Möglichkeiten des Gewahrsams, auch der Abschiebehaft weiterhin zu ermöglichen, damit wir auch die Ausreisepflicht in Deutschland umsetzen können. Die Menschen, die in Not sind, die wirklich in Not sind, unsere Hilfe brauchen, denen wollen wir das Herkommen erleichtern. Außerdem soll Flüchtlingen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben, die Einbürgerung ermöglicht werden. Soweit der Bericht aus Magdeburg von Stefan Schulz. 20.13 Uhr ist es. MDR Info. Börse. Keine Verlierer, nur Gewinner im DAX. Und auf dem Spitzenplatz thronten die Aktien der Telekom. Um über 5% ging es da hoch. In der Telekom-Branche könnte es zu einer milliardenschweren Übernahme kommen. Der zweitgrößte französische Telekom-Konzern soll 10 Milliarden Euro für den Mobilfunkrivalen Bouygues geboten haben. Käme es zu diesem Deal, dann gäbe es in Frankreich einen neuen Branchenprimus. Bouygues hat das Angebot zwar als unerwünscht zurückgewiesen, es kam trotzdem zu einem Kursfeuerwerk mit zweistelligen Zugewinnen. Interessanterweise bei Bieter und Umworbenem gleichermaßen. Die französische Regierung, die ja gerne mal ein Wörtchen mitredet, hat mit Blick auf Investitionen und Arbeitsplätze aber schon Bedenken angemeldet.